dieser Stunde an wird jeder wissen, dass eure Unbesiegbarkeit nur eine Legende ist. Sid Young, es scheint mir ein Teehaus zu sein. Möchtet ihr rasten? Lieber nicht. Sieh mal, das Mädchen dort. Ihr wollt ich auch noch auf mich nehmen. Tretet ein. Tretet rein. Ich bereite euch einen Tee. Mein Haus gefällt Ihnen wohl nicht. Wer dieser Hitze einen Tee ausschlägt, hat entweder ein schlechtes Gewissen oder ein sanftes Ruhekissen. Er wird nicht mehr allzu viel leisten können. Er sah ziemlich erschöpft aus. Jetzt wird es ernst, fürchte ich. Ich erwartete euch schon. Was wollt ihr von mir? Hört, Young, wieso hat sich ein so guter Krieger, wie ihr einer seid, als Bauer verkleidet? Sehr gewandt für eine Bäuerin, findet ihr nicht? Kümmert euch um das Mädchen. Ihn überlasst mir. Flieh!
müssen ihn einholen. Er wird versuchen, nach Ching Shai zu reiten. Haltet ihr mich denn? Ihr könnt alles von mir verlangen, nur nicht mein Geld. Dann sage ich ganz schnell, auf Wiedersehen. Wartet, so wartet doch, hört mich an. Edler Herr, eine kleine Gabe für ein blindes Waisenkind. Scher dich weg, ich gebe nichts. Wenn ihr so geizig seid, dann muss ich euch und euer Haus verfluchen. Na? Wie bitte? Bist du mir etwa drohen, wenn du das versuchst? Ich tu's ja nicht, gib mir doch bitte eine Münze. Da du sowieso bald stirbst, was hast du dann von deinem vielen Geld? Weißt du, dass du da gar nichts mitnehmen kannst? Ich werde dir schon zeigen, was... Da! Marto, ich werde dir schon noch kriegen, du verdammter Bastard! Ich werde dich gut umbringen! Oh, was soll er mir... gebracht werden. Bitte suche dort einen Mann. Er heißt Martin. Er wartet darauf. Ich sterbe. Du musst jetzt diesen Auftrag zu Ende führen. Sag mir, wo hast du das Silber hier? Sei ehrlich. Hast du es wieder gestohlen?
Aber ich habe es nicht gestohlen. Wirklich. Es ist ein Geschenk von einem Mann, der draußen auf der Straße gestorben ist. Michu, lüg mich nicht an. Du weißt doch, dass ich dich noch niemals angelogen habe. Aber alle anderen Leute. Ich habe auch noch ein Bambusrohr. Ein Bambusrohr? Seid begrüßt, ihr edlen Herren. Nehmt doch Platz. Ich werde euch sofort... Verschwinde! Kann ich euch nicht mehr... Komm mal her! Setzt euch doch und trinkt! Was wollt ihr denn? Wieso seid ihr doch aufgeregt? Fangen wir die... Du wolltest dich doch setzen! Ihr werdet ihn hier nicht anrühren! Seid ihr immer so mutig? Oder nur bei Frauen? Und wehrlosen Kindern? Und ihr kriegt mich doch nicht! Ja, das ist eine Idee! Freunde! Aus dem Weg! Nichu! Nichu! Lass ihn los, ihr Schweine! Ich reiß dir die Zunge raus, wenn du das nochmal tust. Ja. Mörder! Lass das Kind in Frieden! Ihr wollt euch die Prügel wohl teilen! Bitte, bitte, tut dir nicht weh! Ihr seid nicht weiter als ein verelendeter Straßenräuber. Sag das nicht nochmal. Ach, komm jetzt. Halt! Gib dem Jungen seine Sachen zurück. Wer seid ihr? Das ist Nebensache. Ihr werdet jetzt sofort tun, was ich euch sagte. Ihr fühlt euch wohl sehr sicher da oben. Ihr erlaubt euch sehr viel. Ich hatte doch eine Bitte an euch. Ich habe nichts verstanden, Maulheld. Fest, dass ihr euch darauf versteht. Ihr steht auch in Tu Chaos Diensten. Folglich seid ihr Kung Fu. Ich kann es nicht leugnen. Verräter. Yeah.
Was meint ihr, sollen wir noch weitermachen, Kung Fu? Oder ist euch der Spaß vergangen? Hier! Und auch das Silber! Na los! Bist du nicht Nichu, das blinde Waisenkind? Und ich kenne dich auch. Du hast mir immer 20 Geldstücke geschenkt. Diese düsteren Gesellen stehen in Diensten des Mandarins Tu Chao. Nimm das hier bitte wieder zurück. Na gut, aber es gehört mir eigentlich gar nicht. Ich habe es von einem verwundeten Mann bekommen. Er ist jetzt tot. Er hat mich aber gebeten, es einer bestimmten Person zu geben. Dann hast du keine andere Wahl. Der letzte Wille ist heilig. Du wirst jetzt gehen. Hm? Oh, ihr müsst Lung Tai Chin sein. Wartet bitte. Wir wissen nicht, was das Bambusrohr enthält. Wenn andere Gewalt anwenden, wie soll sich denn Nichu zur Wehr setzen? Macht euch keine Sorgen. Ich kann zwar noch nicht kämpfen, aber schon sehr schnell laufen. Doch schließlich wirst du dich fangen lassen, genau wie eben. Eben durfte ich doch nicht einfach weglaufen. Ich musste dich doch verteidigen. Zu wem solltest du denn gehen, Nichu? Zu einem Mann, der in Qingshai wohnt. Er heißt Mateng. Na gut, wir werden beide zu diesem Mateng gehen. Leb wohl, Yanqing. Ich werde bald zurück sein. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß ja, du bist in guten Händen. Sehr gut gefallen, wie du mit den beiden vorhin fertig geworden bist, Lung. Sag, nimmst du noch Schüler an? Von dir könnte man einiges lernen. Wer im Waffenhandwerk berühmt ist, kann nie mehr in Frieden leben. Aber da muss man sich wenigstens nicht alles gefallen lassen. Großer Meister, es war nur ein Scherz. Hör zu, Nichu. Wenn ein Mann einen Auftrag übernimmt, dann muss er ihn auch ausführen. Hä? Es ist ein Sprichwort, nicht? Was du auch begonnen hast, das... Du weißt ja, wie es weitergeht. Vollend es ohne Rast. Ich wusste es auch. Du bist unheimlich weise. Doch bedenke, dass die Weisheit nie auf einer Lanzenspitze ruht. Was mag wohl dieses kleine Bambusrohr da in deiner Hand enthalten? Es ist leicht wie eine Feder. Es ist sicher nicht besonders wertvoll. Du urteilst zu schnell. Es hat schon ein Mensch sein Leben dafür geopfert. Komm jetzt. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Nichu. Hä? Dieser Ma Ting, weißt du, wo er in Qingshai wohnt? Ich werde einfach nach ihm fragen. Wir grüßen euch, edler Mateng. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben lange auf Bruder Yang gewartet, aber er ist nicht angekommen. Unterwegs trafen wir Kung Fu. Er ist mit einem Mann auf den Weg hierher. Er muss in einen Kampf verwickelt worden sein. Er sah sehr übel aus. Aha, Kung Fu wagt sich also wieder hierher zurück. Wir haben ihn und seine Leute beobachtet. Sie sind allesamt in Julais Wirtshaus verschwunden. Dieses Wirtshaus ist einer ihrer Treffpunkte.
Unter den Leuten, die sich dort aufhielten, sah ich auch den fahnenflüchtigen Ping Chan, sowie Tu Chaos neuen Abgesandten Patao. Ihr wart also unfähig, die Beute zu verteidigen, ihr Feiglinge. Die Anweisungen waren doch wohl eindeutig. Das Bambusrohr enthält eine Liste mit den Namen aller Aufrührer und einen Plan ihres Verstecks. Kung Fu, ihr habt uns sehr enttäuscht. Wir taten unser Äußerstes. Patao, seht her. Wer tat euch das an? Ein Fremder. Er kämpfte mit einer Lanze. Er ist hochmütig, frech und stark. Mehr kann ich euch nicht sagen. Dann kann es nur jener einsame Kämpfer gewesen sein, der umherschweift und alle Gegner beseitigt. Sein Name ist Lung Tai Chen. Ihr habt recht. Er muss es gewesen sein. Und wo finden wir ihn? In einem Gasthaus am Waldrand, westlich der Stadt. Ping Chan? Befehlt. Wählt einige tapfere Leute aus und seht euch dieses Gasthaus einmal an. Ihr werdet dort auf mich warten, bis ich komme. Ich gehorche. Edler Patao, ich habe gehört, dass Tai Cheng auf dem Weg in die Stadt ist. Es ist sehr gut, dass ich das rechtzeitig erfahren habe. Der Befehlshaber der kaiserlichen Garde wird nicht ohne Grund kommen. Nein, nein! Verräter! Schaff ihn fort und komm bald wieder, doch allein. Ja, Herr. Nein, nein, lasst mich leben, tötet mich nicht! Edler Patao. Nun, was gibt es Neues in der Stadt? Edler Patao, es heißt, dass im Haus des Yuan Wei sehr viele verdächtige Leute verkehren. Darunter ist auch ein junger Krieger, dem alle mit besonderer Hochachtung begegnen. Man sagt, es sei der Sohn von Ma Chung. So. Der Sohn von Ma Chung? Dann muss es Ma Teng sein. Wer will mich sprechen? Es sind ein Krieger und ein Kind. Hä? Ihr wollt mich sprechen? Ich suche einen Mann. Er heißt Ma Teng. So, Lung Tai Tien, ihr kommt also und wollt mich sprechen? Ihr wisst, wer ich bin? Ich weiß, dass ihr meinen Vater getötet habt. Ich kenne die Namen meiner Gegner nicht mehr. Zu viel habe ich besiegt. Seinen Namen dürft ihr vergessen. Doch nie sein Schwert. Ihr also seid Ma Chungs Sohn. Sieh mal an, ihr erinnert euch jetzt. Es war allein der Gram über die Niederlage durch eure Hand, die meinen Vater getötet hat. Ihr durftet ihn dort so nicht einfach liegen lassen. Es ist so lange her. Ich habe diese Dinge wirklich schon vergessen. Vergessen? Ich vergesse niemals. Und dafür werdet ihr jetzt büßen. Ich bin nicht gekommen, um mit euch zu fechten. Es sind ganz andere Dinge, die ihr nicht... Haltet ein!
Wiederholung. Man will uns nicht anhören. Na dann eben nicht. Lung Tai Tien, jetzt hat das Schwert meines Vaters doch gesiegt. Merkt euch, nur ein Feigling trifft seinen Gegner in den Rücken. Da! Es ist gleichgültig, was ihr denkt, denn ihr werdet jetzt sterben. Wir trafen in ehrlichem Zweikampf aufeinander. Ich habe euren Vater besiegt, doch sein Leben geschont. Für Gnade ist jetzt nicht die Zeit. Ja. Nichu. Nichu, hat dir einer um Gnade gebeten? Aber nein, sowas würdest du doch nie tun, oder? Zusammenpressen, dass sie nicht weiter bluten kann. Nun los doch. Nun geh doch endlich, oder sie werden uns töten. Die Entscheidung. Hört, Mateng, wir müssen jetzt in unsere Aufgabe denken. Eure persönlichen Rachegefühle spielen jetzt keine Rolle mehr. Ich grüße euch, Mateng. Ich bringe Nachricht. Kommt herein und sprecht. Ich gehorche. Verriegelt die Tür. Wir gehorchen. Was wisst ihr von Jan? Seine Frau ist auf der Landstraße ermordet worden. Und er ist in einer Dorfgasse tot aufgefunden worden. Fandet ihr denn wenigstens das Bambusrohr? Sie trugen es nicht mehr bei sich. Nein? Es besteht also die Gefahr, dass es bereits in den Händen des Feindes ist. Blutet es noch stark? Nein, es hat schon fast aufgehört. Bitte, Lung, du darfst jetzt nicht sterben. Vorläufig denke ich überhaupt noch nicht an sowas. Ja.
Weimar-Teng dich umbringen wollte, werden wir ihm dieses Blatt nicht geben. Wir zerreißen es einfach. Was habe ich dir denn getan? Nichu, es tut mir leid. Nichu, du bist der erste Mensch, bei dem ich mich entschuldige. Bis heute habe ich es noch nie getan, auch wenn ich wusste, dass ich Unrecht hatte. Aber ins Wasser hast du mich trotzdem geworfen. Nichu. Es ist sehr wichtig, dass Ma-Teng dies hier erhält. Willst du es ihm denn wirklich schenken? Nach allem, was er dir angetan hat? Das darfst du nicht tun, das hat er nicht verdient. Bitte sei jetzt ruhig. Er ist nicht schlecht, er liebt sein Vaterland. Liebt sein Vaterland? Ja, das weiß ich genau. Ich will versuchen, es dir zu erklären. Der Mandarin Tu Chao ist ein sehr grausamer Herrscher. Und alle, die ihre Heimat ehren, schließen sich zusammen und kämpfen gegen ihn. Aber Ma-Teng, wo kämpft der denn? Seine Aufgabe ist viel gefährlicher. Er muss alle Leute, die auf diesem Blatt genannt sind, zu einem geheimen Treffen zusammenrufen. Der Treffpunkt ist hier genau beschrieben. Verstehst du jetzt, warum Tu Chao und seine Leute dieses Blatt haben wollen? Wer weiß, wie viele Menschen schon deswegen sterben mussten. Und Ma-Teng ist in viel größerer Gefahr als alle anderen. Das begreife ich nicht. Immerhin hat er dich von hinten angegriffen und du tust, als wenn das gar nichts ist. Nichu, wenn du nicht dein Leben lang ein Bettler bleiben willst, dann denke an meine Worte. Jeder Mensch hat im Leben eine Pflicht, die er erfüllen muss. Und vergiss nicht, sein Vater starb durch meine Schuld. Ich kann verstehen, was er getan hat. Denkst du, dass er dich besiegen kann? Ich weiß genau, wie man gegen ihn zu kämpfen hat. Nicht einmal 10 von seiner Sorte würden mich besiegen können. Meinst du wirklich? Er wagt sein Leben für das Volk. Was ist im Vergleich dazu? So eine kleine Wunde. Nichu. Ja? Nichu, bring mich an einen Ort, wo ich neue Kräfte sammeln kann. Ich habe nur meine Tante Yanqing. Sie wird dich pflegen. Ihr edlen Herren, lasst es euch schmecken. Bitte, gebt mir euer Glas. Sehr zum Wohle, edlen Herren. Ist genug auf euch. Seit sie den Koch in der silbernen Lotusblüte gewechselt haben, kann man dort überhaupt nichts mehr essen. Mhm, mir hat es dort noch nie geschmeckt. Macht, dass ihr alle rauskommt. Von jetzt an bin ich der Herr. Ihr begeistert euch mehr. Schauen wir! Kriegen wir bei dir auch eine kleine Massage? Was wollt ihr von mir? Auf Befehl des Mandarins Tu Chao verfolgen wir Rebellen. Hast du das gehört? Sie sollen sich nicht alle Wichser auf den Weg. Was haltet ihr alle? Los, macht's mit euch! Wir haben euch doch nicht eingeladen! Ruhe! Ist jetzt der Ausschank von Wein ein Verbrechen? Was soll diese Verstellung? Wir wissen genau, wen wir zu suchen haben. Wir werden hier auf ihn warten. Dann setzt euch jetzt hin und benehmt euch anständig. Hey, hey, wo gehst du hin? Wart auf mich, hä? Was willst du? Hey, Mädchen, darf ich mich ein bisschen zu dir legen, hä? Sowas habe ich mir schon lange gewünscht. Ich habe noch nie mit einem ohne Vorderzähne geschlafen. Du Hure, sowas sagst du nicht nochmal! Herrin! 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 Was haben Sie euch denn? Hör mich nicht! Oh, der ist ja leer. Du jetzt! Wenn du hier weiter solche Lärm machst, werden wir Lung nie fangen. Dir wird nichts geschehen, wenn du dich jetzt hinsetzt und den Mund hältst. Chang, ja, Herrin? Ich brauche dich heute nicht mehr. Du wirst jetzt nach Hause gehen und morgen wiederkommen. Ja, aber Herrin, wollt ihr hier... Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig werden. Überlass das mir. Ja, Herrin. Herrin, ich werde jetzt gehen. Verschwinde! Ah! Ja,
Hey, ihr drei geht jetzt nach draußen. Jeder, der euch verdächtig erscheint, wird festgenommen. Wir nach Hause. Komm. Edler Mateng, wir haben gesehen, wie Patau den Gasthof von Julai in großer Eile mit einigen seiner Leute verlassen hat. Wisst ihr, welche Richtung sie einschlugen? Eine ganze Weile haben wir sie verfolgt. Sie sind auf dem Weg nach Cheng Beng. Edler Herr, bitte erinnert euch an den kleinen Jungen. Er begleitete Lung Tai Cheng. Ich sah ihn in Cheng Beng um Almosen bitten. Ich glaubte, er sei blind. Das Auftauchen von Lung Tai Cheng könnte mit Yangs Tod zusammenhängen. Wenn unseren Widersachern dieses Blatt bekannt wäre, so würden Sie jetzt nach Norden ziehen. Warum haben Sie sich dann nach Süden gewandt? Erlaubt. Ihr und eure Leute bleiben hier. Ich werde allein nach Cheng Weng reiten. Sicher wissen wir dann bald mehr. So sei es. Prepare mounts. Edler Taifeng, wir entbieten unseren Gruß. Der Mandarin hat uns entsandt, von euch die Liste mit den Namen der Rebellen in Empfang zu nehmen. Und alle, die auf diesem Blatt verzeichnet sind, zu töten. Es ist in eurem Besitz. Nein, man stahl es uns. Man stahl es euch? Wer hat es jetzt? Meine Leute hatten die Liste schon, als ganz plötzlich wie aus dem Nichts Lung Tai Tien auftauchte und uns in einen Kampf verwickelte. Und weiter? Er hat uns die Liste weggenommen. Wir kämpften wie die Tiger. Er hat mir dabei den Finger abgerissen. Komm her. Edler Patao, bestätigt, dass mich keine Schuld trifft. Geh mir aus den Augen. Weißt du wenigstens, wo ich Lung finde? Er soll sich in einem Gasthaus aufhalten, vor den Toren von Xing Shai. Und wisst ihr schon, für wen diese Liste bestimmt war? Wir glauben es zu wissen. Es handelt sich um das junge Oberhaupt des Hauses Ma, Ma Teng. Der Sohn des Ma Chiung. Er wird ein sehr tapferer Gegner sein. Vor langer Zeit hat sich Ma Chiung mit Lung Tai Tien gemessen. Aber er unterlag und starb aus Schmerz und Scham. Und diese Schmach ist für Ma Teng noch unvergessen. Umso besser. Da bin ich sicher, dass die beiden niemals miteinander Freundschaft schließen werden. So ist es. Lung Tai Tien kennt nur sein eigenes Gesetz. Er ist ein einsamer Kämpfer. Unsere nächste Aufgabe muss also sein, Ma Teng zu vernichten.
Um Lung Tai Tien kümmere ich mich später. Weiter? Erinnerst du dich, wie ich hier zwei Männer in die Flucht geschlagen habe? Sie könnten im Hinterhalt lauern. Lauf! Tianqing, wieso ist denn heute Abend hier nichts los? Mein Freund Lung hat einen anderen Empfang verdient. Sei still. Bist du der kleine Bettler? Aber nein, Betteln habe ich nicht nötig. Geh raus. Wir geblieben. Ihr sollt ihn zufrieden lassen oder reicht eure Kraft nur für Kinder aus? Maul halten. Wenn du noch einen Ton sagst, dann werde ich dich schlachten. Sag mal. Wo steckt denn dein Freund Lung? Ich kenne überhaupt keinen, der Lung heißt. Macht ein Ende! Schämt ihr euch nicht! Ich hab dich angelogen. Wirklich, ich bin ganz allein hierher. Nun, Lung Tai Tien wird sich von mir doch nicht fürchten. Wenn es stimmt, was man von ihm sagt, wieso verbirgt er sich? Er sagt euch, dass ich mich verberge.
schreien! Ihr braucht nicht zu schreien. Es hat keinen Sinn. Sie können euch nicht mehr hören. Was? Lung-Tai-Tien ist da drin. So, und weshalb seid ihr draußen? Ich habe ihn nicht bezwungen. Und er hat schon meine drei Leute da drinnen umgebracht. Gut. Ich werde es also erledigen. Edler Patau, edler Patau, nehmt euch in Acht. Lung-Tai-Tien, kommt heraus, wenn ihr Mut habt. Lung-Tai-Tien, ich warte auf euch. Nichu, gib mir meine Lanze. Bist du kraftlos, um die Tür zu öffnen? Ist euer Mut so viel wert wie eure Stimme? Kommt doch herein! Wenn euer Mut eurer Stimme gleicht. Lung Tai Cheng, ihr seid schwer verwundet und es wäre klüger von euch, jetzt nicht den Kampf zu wagen. Was könnte ich dabei gewinnen? Auch in einer verzweifelten Lage darf ein Mann nicht aufgeben. Die Flucht ist für mich keine Lösung. Heikling, kommt heraus und kämpft! Nichu? Ja? Öffne mir das Tor. Hm? Yanqing? Einen Krug Wein. Gleich. Seid ihr verletzt? Wenn meine Wunde nicht aufgegangen wäre, dann hätte ich ihn besiegt. Bin ich schwer verletzt? Ist die Wunde tief? Beruhigt euch, es ist nur ein Kratzer. Verflucht. Ihr müsst euch jetzt erholen. Setzt euch und kommt wieder zu Atem. Ich habe ihn unterschätzt. Edler Patau, der Einzige, der mit ihm fertig werden kann, ist Dai Qing. Merkwürdig. Es gehörte bisher nicht zu seinem Stil, dass er sich einschließt. Ich steige mal aufs Dach. Hey, seid vorsichtig. Thank you.
wieder einer. Wir werden jetzt nichts unternehmen. Wir warten auf Tai Ching. Und was wird, wenn er uns angreift? Ja. Edler Patau, erlaubt, dass ich die Hintertür beobachte. Wir können ihn zwar nicht besiegen, aber seine Flucht können wir verhindern. Ich hoffe, dass Tai Ching bald bei uns eintrifft. Ich werde nicht zulassen, dass sie hier verblutet. Ich rufe einen Arzt. Jetzt hinauszugehen, wäre Selbstmord. Ihr werdet euch töten, wenn ihr weiterhin jede Hilfe verweigert. Yan Qing! Ich werde gehen. Nein, du bleibst hier. Lung Tai Tian, lasst ihn doch bitte gehen. Er kennt sich sehr gut aus. Und die Nacht schützt ihn vor euren Feinden. Er wird euch eine Arznei besorgen. Überwindet doch euren Stolz. Und lasst uns euch helfen. Hm? Lung, du hast doch gesagt, ich soll immer daran denken, dass es eine Pflicht gibt, die man erfüllen muss. Wenn man nicht sein ganzes Leben lang ein Bettler bleiben will. Geist, wir kennen uns doch. Wir kennen uns, ja. Suchst du hier jetzt deinen Finger, den man dir abgerissen hat? Wenn du noch ein Wort sagst, werde ich dir alle Finger einzeln ausreißen. Verstanden? Du verstehst überhaupt keinen Spaß. Halt! Wo willst du hin? Zu meinem Freund Lung. So? Ist er denn nicht mehr in der Schenke? Da ist er schon lange weg. Ah. So. Hey! Halt, Freundchen, so leicht kommst du hier nicht weg. Die Geschichte kannst du einem anderen erzählen. Ich weiß ganz genau, dass du mich anlügst. Ein Ehrenmann lügt nie, das solltest du wissen. Komm mit! Einverstanden. Aber ich hole die anderen. Wolltest du nicht dieses Bambusrohr haben? Wenn wir allein gehen, werde ich es dir geben. Für 20 Silberstücke weiß ich, wo es ist und werde es für dich stehlen. Wie gefällt dir das? Du bekommst 40, wenn ich es habe. Dann musst du mich aber jetzt loslassen, sonst kann ich dir nicht den Weg zeigen. Musik
ich gewusst hätte, dass es so weit ist. Bist du schon müde? Wenn wir endlich da sind, gehst du allein rein. Ich warte draußen. Wenn du es hast, wirst du sofort verschwinden. Was denkst du denn? Du bekommst dein Silber, wenn du es mir aushändigst. Und versuche ja nicht, mich reinzulegen, Freundchen. So ein Kopf fällt leicht runter. Matang? Habe ich dich nicht mit Lung Tai Tien gesehen? Kannst du mir sagen, wo er ist? Du bist der Letzte, dem ich es verraten würde. Sag mir, warum hast du ihm das angetan? Es ist nur Platz für einen von uns. Das ist gemein von dir! Ich wusste ja, dass du kein Herz hast! Ich habe Recht behalten! Lung glaubte, du wärst ein Held! Das ist nicht wahr! Sag das nochmal. Lung Tai Tien hält mich für einen Helden? Wir sind gekommen, um dir etwas Wichtiges zu bringen. Aber du hast uns einfach feige von hinten angegriffen. Was denn? Was wolltet ihr mir denn bringen? Ein Bambusrohr. Ich habe es in Chen Beng von einem verwundeten Mann bekommen. Wo ist es? Was ist aus dem Bambusrohr geworden? Lung Tai Tien hat es geöffnet und das Blatt darin gelesen. Dann hat er mir gesagt, dass du für das Volk kämpfst und dass man dich dafür bewundern müsste. Na? Willst du mich jetzt loslassen? Ich habe nicht so viel Zeit. Ich helfe dir. Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine sehr gute Arznei für ihn. Bitte sag mir, wo ich ihn finden kann. Das kommt nicht in Frage. Du könntest ihn ja wieder angreifen. Das wird nicht geschehen. Ich schwöre es. Bei meiner Ehre. Hast du wirklich eine gute Arznei? Es ist ein Geheimrezept unserer Familie. Dann wollen wir jetzt gehen. Ja. Es wird bald hell sein. Wir sollten mit ihm Schluss machen und das Haus anzünden. Edler Patao Chuchao legt Wert auf die geheime Namensliste. Wenn wir das Haus anzünden, wird sie vernichtet werden. Ach. Geht jetzt und holt Verstärkungen heran. Auf Ihre Zahl kommt es nicht an, aber es dürfen nur die Besten sein. Ich gehorche.
Der Tag erwacht. Da. Worauf wartest du noch? Yanqing, da bist du ja wieder. Von der du mir erzählt hast. Ich bin gekommen, um die Wunde, die ich euch schlug, zu heilen. Seid gegrüßt. Bringt einen. Ja. Hört mein Wort. Jeder, der aus diesem Haus kommt, ist ein Feind. Ihr wisst, was das bedeutet. Verteilt euch. Umzingelt das Haus. Bewacht alle Ausgänge. Kommt. Edler Patau, so wie Taizir eintrifft, können wir in Fallstärke angreifen. Hier lang. Vorläufig werden Sie nicht angreifen. Sie warten noch auf jemanden. Auf wen? Auf Tai Cheng. Tai Cheng? Mein Vater und Tai Cheng waren einmal Freunde. Doch er verkaufte sich an unsere Gegner. Und deshalb musste diese Freundschaft zerbrechen. Ich habe ihn heute Nacht auf der Straße nach Qingshai getroffen. Doch da ich es sehr eilig hatte, bin ich der Begegnung ausgewichen. Und warum ist er noch nicht hier? Er vermutet mich in Qingshai. Doch da er mich dort nicht finden wird, wird er bald eintreffen. Ich fürchte, dass er an meinen Leuten blutige Rache genommen hat. Tai Cheng führt eine furchtbare Waffe, ein Zwischending aus Schwert und Peitsche. Es gibt nichts, was ihr gleicht. Und die Mordsterne schleudert er mit geradezu unglaublicher Treffsicherheit. Wenn die Wunde nicht wäre, könnte ich ihn leicht bezwingen. Bruder Lung, ich habe... Bruder Ma, ihr seid nicht schuld. Uns sind Zweiter ein Irrtum. Doch das ist zu Ende. Ihr seid gekommen, um mich zu retten. Ich danke euch. Beschämt mich nicht. Sprecht nicht weiter. Bevor Tai Cheng kommt, sollten wir einen Ausfall machen. Das wäre sinnlos. Solange Tai Cheng wütet, wird es für uns keinen Frieden geben. Wir müssen ihn vernichten. Thank you.
Der Morgen graut. Diese Nacht war endlos. Es sind vier Reiter. Der Mann, der sie anführt, trägt einen weiten Umhang und sieht sehr wild aus. Bruder Ma, wir werden das Blatt Yen Xing übergeben. Wieso mir? Es ist sicherer. Bei euch werden sie es nicht suchen. Sobald ich mit Taitieng im Zweikampf bin, muss ich die Frau und das Kind allein eurer Obhut überlassen. Nehmt euch ein Pferd und flieht. Bruder Lung, fliehen? Niemals. Was wäre ich für ein Mann? Lieber tot. Ein weiser Mann. Bleiben ist Wahnsinn. Es geht doch hier nicht nur um euch allein. Bedenkt, wenn dieses Blatt hier in die Hände eurer Feinde fällt. Es wäre das Ende aller Bemühungen um die Freiheit. Taitien, nie habt ihr für andere das Schwert geführt. Für wen wollt ihr jetzt fechten? Ja, für wen denn meint ihr, dass ich fechten werde? Da staune ich aber. Ihr werdet mich erst töten müssen, bevor ihr dies erhaltet. Ja!
nicht mit. Ich bleib hier, bei Lung. Nichu! Ich bleibe auch. Wir wären nur eine Last für euch. Erfüllt euren Auftrag. Aber ich... Nein, macht euch auf den Weg. Mein Lebensweg ist mir vorgeschrieben, so wie ihn der seinige.
Passt auf, er flieht! Wer sagt euch das? Ja! Lung Tai Tien, ihr seid am Ende. Ihr könnt nur noch kurze Zeit Widerstand leisten, aber wenn ihr mir hier und jetzt das Blatt aushändigt, bin ich bereit, euch Würden und Ehren, die alle euch neiden werden, zu verschaffen. Glaubt ihr, ich wäre ein Verräter? Meine Ehre ist nicht käuflich. Ihr wisst nicht, was für euch gut ist. Ihr bezahlt für euren Starrsinn einen hohen Preis. Tai Tien, ich habe alle eure Männer getötet. Dann wird es mein Verdienst sein, wenn ich euch jetzt töte. Thank you.
Ihr habt eure Pflicht getan.